herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft, wir lieben Sirakomori. Hallo. Die ein Loch in die Wand gejagt hat, dank eines Creepers, der sich angeschlichen hat. Ich bin gerade dabei, Holz zu holen, um das wieder auszubessern. Die Hexe Gott sei Dank ist die Tür noch ganz. Ja, ich find's lustig, die Tür ist die einzige, die noch da geblieben ist, so ungefähr. Alles andere hat Buff gemacht, dann weg war's. Ja, du brauchst, glaube ich, kein Holz so zu holen. Wie ich, ey. Ich habe nur Holz einstecken gehabt, warte mal. Ich habe jetzt geholt. Und ich muss unbedingt gucken, wegen den Lichtleveln. Da muss einiges kaputt sein. Ja, da unten sehe ich auch schon. Also hier ist bei mir grün hier oben. Hä? Oder vielleicht oben auf dem Dach? Glaube ich eher. Und da unten ist auch noch. Hast du noch Fackeln? Ah! Ich habe nämlich nur noch eine. Das Dach wird mir aber nicht angezeigt, aber ganz oben auf dem Dach auf jeden Fall. Ich kann ja mal, warte. Und so. In der Mitte bitte noch einen. Super, jetzt. Ja, hier brauche ich nichts zu machen, oder? An den Seiten. Nee, bei Treppen, auf Treppen spawnen sie ja nicht. Gut. Ich denke mal, dass sie von da kamen auch. Und da unten sind auch noch ein paar. Ich stelle mich da gleich mal hin. Aber du müsstest ja eigentlich auch sehen, oder? Oder hast du, ja, auf F4 musst du drücken. Ob ich on, bei mir ist alles voller Zahlen. Hier. Hier ist rot. Ja, aber da ist auch noch, weil ich die Fackel erst vor kurzem weggemacht hatte. Ah, und da drüben ist noch ein bisschen was. Da kannst du mal hier ungefähr eine hinpacken. So. Hier ist auch noch, weil du hier gebuddelt hast. War ich nicht, das warst du. Oh, ja, wo ich gebuddelt habe, Verzeihung. Hier hinten ist noch einer. So. Gut. Oh, da oben fehlt eine Treppe. Ja, da fehlt ein Dach, ein Stück Dach. Die haben das Dach kaputt geschlagen. Geschossen, ja. Oh, ich muss unbedingt unten das Lager weitermachen, dass wir endlich hier unten lagern können. Hm. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Erde holen. Ah, okay. Okay. Wir haben keine Erde mehr. Wir haben keine Erde mehr. Ich hatte nur zweimal Erde gehabt, mehr hatte ich nicht. Wow. Doch so viel. Sei froh, besser als gar nichts. Das Slide-Level wieder ausmachen, ging mir gerade ein bisschen auf den Sack. Was ging hier auf den Sack? Ich hab Slide-Level noch angehabt. Oh, ach stimmt. Ja, das ist auch gerne mal der Grund, warum das mal so ein bisschen ruckeln könnte. Ich mache jetzt hier mal Hausi. Ich finde es schon lustig, wie er so lange langsam die Schaufel hochhebt. Hi! Was soll denn das? Ich will helfen, mir ist langweilig. Da fände ich jetzt die Mine erkunden viel interessanter. Als das hier. Ich will aber auch weiter. Dass es etwas sicherer ist. Oh, das ist doch ein Eichenbaum, ne? Ein Eichelbaum. Wir haben genug Eichen. Ich will ja nicht keine Setzlinge mitnehmen, ich will ja das Laub mitnehmen. Für meine Bude. Für unsere Bude. Oh, wir machen jetzt einen schwebenden Baum. Zack, tada! Wow. Was denn? Eine ganze Menge schwebende Bäume. Ja. Das ist mein neuester Trick, der schwebende Baum. Die typische Physik bei Minecraft. Der Baumaster. So Leute, diese Folge werdet ihr sehen, wie ich Erde abbaue. Wie ich hier Laub abbaue. Das ist mein ganzes Leben. Was habe ich mit meinem Leben getan?
dein Beruf? Erde abbauen. Bitte? Was ist dein Beruf? Erde abbauen. Ja. Oh, Schere kaputt. Was? Wie kannst du denn? Wir haben kein Eisen mehr, um eine neue zu bauen. Doch. Nein. Natürlich haben wir. Nein, haben wir nicht. Ich habe erst. Ich Nein, hab haben erst wir nicht. Nein, Stück. Haben wir nicht. Ich habe erst 10 Stück geschmolzen. Nein, haben wir nicht. Gut, dann habe ich es eben gegessen. Ja, oder ich zu den Schaufeln gesteckt. Eisen ist lecker und gut für die Zähne. Nee, du hast zu den Schaufeln gesteckt. Das ist die Wahrheit. Was? Ich habe es mir zu den Schaufeln gesteckt? Ja, die Schaufeln, die in deinem Arsch sind. Oh. Ach, da ist das Eisen ist auch im Arsch. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Gelangweiltes Seufzen. Also, ich finde das fürchterlich. La da di da du. Solche Arbeiten sind langweilig. Ja, natürlich sind sie langweilig, aber sie gehören dazu. Das ist aber so langweilig. Sie gehören trotzdem dazu. Langweilig. Weil wir können uns auf die ganze Erde entschieden. Nein. Ja, siehst du. Das willst du wieder auch nicht, weißt du? Ist halt so. Lass mir, gib mir mal noch eine Schaufel rüber, wenn du noch eine hast. Nö. Eben nicht, dann darfst du selber weitermachen. Da. Ich höre sowieso auf. Übrigens wird's dunkel. Ich höre sowieso auf. It's schlafing time. So, ich mach mir hier auch mal. Und weg ist sie. So, hallo. Hallo. Hey, du hast dein Bett weggenommen. Ja, mein Bett ist unten. Ja. Ich bin gleich vors Gesetz, ich treff's Loch. Schalalalalala. Schalalalalala. Nur die Frau vom Mann schaut zu. So, ich liege. So. Oh, hier unten sind auch noch mal 11 Eisen. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe kein Eisen mehr auf diesem. So, also hier das Eisen. Ach, das Eisen sag ich. Das Steinlager ist schon mal ein bisschen ausgehoben. Ach, dann mache ich erstmal hier drüben. Mich. Ich dachte, da steht gerade was. Alter, mein Herz. Schreck. Ja, Leute. Die Chefin sagt, das gehört dazu, dass wir das machen müssen. Ja, okay. Stimmt ja auch. Stimmt ja auch. Stinkt ja auch. Stimmt ja auch. Stinkt ja auch. Ja, dass du stinkst, das weiß ich. Du stinkst, du gehst nicht baden, weil du Wasser hast. Ja, Wasser ist doch auch ekelhaft. Das ist so nass und kalt. Dann musst du halt das warme Wasser aufdrehen, dann ist es auch nicht kalt. Das ist warm und nass. Kann man es auch nicht recht machen, wa? Nee. Typisch. Was ist jetzt heiße? Nee. Alles gut. Willst du mich beleidigen? Ich? Nein. Ich beleidige niemals irgendjemanden. Bitte? Ah, nix. Ja, du warst mir leise gewesen, deswegen frage ich. Achso, ich habe gesagt, gib eine Fackel her. Nö. Das war auch eher an mich selbst gerichtet. Achso, nö. Aber du wolltest ja wissen, was ich sagen möchte. Ja, ich kann nichts dafür, dass sich Skype irgendwie mal leise macht. Was auch immer das ist, was ich letzte mache. Ich habe keine Ahnung. Falls es einer von euch weiß, ich wäre für Tipps sehr offen. 1, 2, 3, 4. Es gibt eine noch. So. Lada D. 1, 2, 3, 4, 5. Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem Paul ist Schluss für heute. Keine Ahnung, wie ich auf diese Melodie schon wieder gekommen bin, ey. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon zu spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem Paul ist Schluss für heute.
Den Bäuchchen, du machst ja nicht über die trotzdem lachen, denn du bist, wir kennen dich, doch bloß Farb und Pinselstrich. Yo. Entschuldigung. Da habe ich schon was angefangen. Nein, ich habe das gern geguckt. Ich auch. Ich mochte auch diese Nasenbär. Oder dessen Namen ich jetzt mal vergessen. Ja, den erinnere ich mich nur so vage noch. Und da gab es auch eine Feuerfliege. Ich, das weiß ich nicht. Und ein Storch, der versucht hat, diese Feuerfliege zu fangen. Das ist schon viel, viel, viel zu lange her. Oh mein Gott. 2, 3, 4, 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Und 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Gags, 7, 8 gute Nacht, 9, 10 schlafen. Ich kenne so viele alle Lieder. Das ist schlimm. Ich merk's, aber das kenne ich tatsächlich auch. Aber ich weiß nicht, nicht so wie du halt, aber ich kenn's. Nicht so wie du, aber ich kenn's. Weißt du, wie ich's noch kenne? Hm? 1, 2, Freddy, komm vorbei. 3, 4, verschließe deine Tür. 5, 6, da ist kein Kruzifix. 7, 8, schlaf nicht ein bei Nacht. 9, 10, wir wollen nicht schlafen gehen. Wer ich will das schon? Ich mochte Freddy irgendwie. Natürlich, sonst hätten wir den ja nicht so gesuchtet immer. Ich sag mal so, ich mochte nicht Freddy, was er tat. Ich mochte die Filme davon, sagen wir es mal so rum. Wobei ich sagen muss, Johnny England hat echt Freddy echt verdammt gut hingekriegt. Das ist ja, das ist besser auch, als er. Das ist Freddy, nicht dieser komische Kauz da, der wo den in den neuen Filmen da verkörpert. Ja. Das ist doch. Also ganz ehrlich, ich finde, keiner kriegt das so gut hin wie der. Ja, eben. Das ist eben Freddy. Ja. Feierabend. Und alle, die was anderes behaupten, die haben keine Ahnung. Deswegen kann ich. Ich sag mal so, ich werde es mir irgendwann mal angucken, weil ich einfach mal wissen will. Den neuen. Nee, nicht den neuen. Ich meinte, wie Stephen King ist. Ist. Mir ist scheißegal. Stephen King, Pennywise, sagen wir es mal rum. Ich habe diesen neuen Clown gesehen. Es ist für mich kein Clown. Nee, nicht wirklich. Ein Clown, der so von vornherein gruselig aussehen soll, ist kein Clown. Nein. Weil Pennywise sah am Anfang nicht gruselig aus. Nö. Es war ein Clown. Ja. Und für die damalige Zeit haben sie Special Effects, die es da drin gab, echt verdammt gut hingekriegt. Ja, definitiv. Also ich kenne den alten S, kenne ich mittlerweile auch. Und ich habe den neuen noch nicht geguckt, muss ich dazu sagen. Aber ich fand den alten schon richtig gruselig, dafür, dass er schon so alt ist. Also ich habe den neuen auch nicht geguckt, ich habe nur ein paar Szenen gesehen, halt wie der Clown aussieht und so. Und für mich war halt, ich weiß nicht, Pennywise war für mich am Anfang nicht gruselig, obwohl ich Clowns generell creepy finde. Ich glaube, der soll auch nicht von Anfang an eigentlich gruselig sein. Ja, eben. Und das soll das auch gar nicht sein. Der neue ist von Anfang an gruselig und das ist etwas, was mich so ein bisschen stört. Ja, weil ich glaube, der ist auch nur von Anfang an gruselig, weil eigentlich alle Welt weiß, dass es ein Horrorfilm sein soll. Ich denke mal, damals war das noch eine ganz andere Sache. Ja. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, aber ich vermisse das halt so ein bisschen, dieses eigentlich harmlos Aussehen und dann doch so mega Monster sein, weißt du? Das ist doch ähnlich wie zum Beispiel bei Alien auch. Am Anfang wusste keiner, wie das Viech aussieht und waren dann irgendwie ganz geschockt und ganz überrascht und wie bösartig und so das halt dann einfach war. Und mittlerweile kannst du das gar nicht mehr harmlos darstellen, weil du eigentlich ganz genau weißt, was das für ein Viech ist. Und so ist das, schätze ich mal, bei dem Pennywise einfach genauso. Du weißt einfach, dass er nicht mehr böse, dass er nicht mehr gut ist. Und das ist halt der Fehler, den halt die neuen Regisseure oder Filmemacher oder wie man dazu sagt, das ist der Fehler, den die gemacht haben, weil die den von Anfang an gruselig haben erscheinen lassen, was er ja eigentlich gerade für Kinder nicht ist. Ich meine, welches Kind geht schon zu einem Clown hin, der schon irgendwie voller Blut ist oder so, weißt du?
Wenn die Schminke dann sieht zu creepy aus. Ja, eben. Da geht doch kein Kind mehr hin und lässt sich anlocken. Das funktioniert doch ja, schon eben. Gar nicht mehr. Von daher ist er so ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Da sah Pennywise einfach aus wie ein stinknormaler alter Clown. Ja, eben. Weil ja. Da kannst du auch diese Halloween-Grusel-Clowns, wo sie da diese Phase hatten, kannst du diese Clowns auch nehmen und kannst sie da hinstellen, weißt du? Ja. Was soll ich Ihnen sagen? Bei Aliens, ich empfand sie nicht als böse, in dem Sinne. Ja, das, gut, es war halt ein Instinkt. Eben, es war einfach den ihr Instinkt. Sie haben so gehandelt, wie sie es für richtig gehalten haben. Ja, beziehungsweise, es ist halt ein Tier. Ja. Es wird halt nur gerne als böse dargestellt, weil es halt Menschen tötet, weißt du? Und ja, dann ist es automatisch ja, über alles böse. Es tötet eigentlich nur Menschen, um selbst zu überleben. Ja. Für die Weiterproduktion. Außer es fühlt sich bedroht. Ja. Ne? Aber das ist ja bei allen anderen Tieren genauso. Aber wenn man jetzt überlegt, wie man, wenn man sich so den vierten Teil anguckt. Wenn du zu ihnen gehörst, können die auch ganz, ganz brav sein. Wenn. Ja. Wenn. Ich mag die Szene immer noch, wo Ripley sich sozusagen an das Vieh rangekuschelt hat, wenn du so siehst. Ja, wo der es rumgetragen hat, ne? Genau. Ja. Die Szene mag ich heute noch. Ich mag die ganzen Filme. Ja, egal welche Szene. Ich liebe diese Filme heute noch. Wobei ich sagen muss, die Sache mit der Spinne war immer noch am lustigsten. Mit der Spinne? Ja. Wo der erst nach unten den Beinen nach unten geschossen hatte, sozusagen, hat sich runtergehängt. Ach, mir scheißegal. Und hat das Alien-Vieh halt abgeschossen. Und geht wieder nach oben. Und auf einmal sieht eine Spinne und schreit erstmal voll auf. So, ja, ach so, im vierten Teil, ja. Ja. Das mit der, ja, ich weiß, was du meinst. Oder was brennt da? Wir. Scheiße, du hast ja recht. Das war tatsächlich, weil ich hatte damals kurz vor meinem Schulabschluss, also wo halt in den letzten Schultagen damals, halt, ne, so 9. Klasse, hatte ich den Film dabei. Und da hat mir den geguckt und das war dann tatsächlich für die letzten Tage so unser Guten Morgen-Gruß. Hm. Das war, ich glaube, unser Lehrer fand das nach einer Weile nicht mehr so lustig, aber wir. Das ist einfach, weißt du, ich lache da heute noch drüber, über diese Scheiße, was meint da? Wir. Scheiße, hast du recht. Und da haben sie mit Ron Perlman echt eine geile Besetzung gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist sowieso ein mega geiler Schauspieler. Ja. Egal. Wobei er halt meistens wirklich immer das Arschloch spielt. Komischerweise, ja, aber das kann er auch echt am besten. Bestimmt. Ich habe keine Erde mehr. Ich habe hier unten noch in meiner Kiste. Ich habe keine. Muss ich holen. Oh. Komm, nicht weinen, komm hier runter. Ich habe noch, ich glaube, 2 Stack oder so habe ich noch hier unten. Dürfte, glaube ich, sogar lang. Gerade so. Wo ist dann die Kiste? Da, wo mein Bett ist. Musst du geradeaus und dann rechts. Ich würde gerade sagen, da ist auch keine Kiste. Ich kenne ihn ja noch aus anderen Stephen King-Filmen sogar. Was ist die Kiste? Nein, Ron Perlman. Achso. Der hatte bei Desperation mitgemacht. Ich weiß es nicht. Die Mama, meine Mutter, die war immer so der Stephen King Freak, aber ich eigentlich erwähne. Ich weiß es halt, weil ich es geguckt hatte, Desperation. Und da war er aber der Böse. Hä? Da war er der Böse. Ah, okay. Ja. Und dann kenne ich ja noch von Pacific Rim, kenne ich ihn ja auch noch. Oder von Blade auch, da hat er ja auch so ein Arschloch gespielt. Oh, was war denn aber bei Blade? Oh Gott. Das war auch so ein von dieser Killer-Truppe da. Oh, ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Der, wo die Bombe am Hinterkopf hatte dann. Echt? Oh, ich kann mich an Blade überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist traurig, wenn ich bedenke, wie oft wir das geguckt haben. Das ist richtig traurig. Darf ich komm gleich. Moment. Ja, guck mal, wie lange das auch schon wieder her ist. Ich kann mich nur noch an Bruchstücke erinnern. Extrem lange her schon, ja. So, an Bruchstück von Blade kann ich mich noch erinnern. Bei Alien ist es einfach, den habe ich erst vor kurzem wieder geguckt. Pacific Rim? Ja, den habe ich das auch nicht so also lange her, wo ich ihn geguckt hatte. Ich fange den tatsächlich öfter mal an zu gucken, aber
dann finde ich meistens immer irgendwas Interessanteres. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mich an dem Film jetzt inzwischen schon satt gesehen. Ich nicht, also ich kann den immer noch gucken. Weil ich den schon x-mal wirklich schon durchgesuchtet habe. Aber ich möchte den zweiten Teil von Pacific Rim unbedingt mal gucken. Die haben ihn ja weitergeführt jetzt. Okay. Ja. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich kenne auch nur den ersten. Es gibt ja auch eine Erneuerung von Friedhof der Kuscheltiere. Ach ja, die interessiert mich eben überhaupt nicht. Mich schon. Ich will nur wissen. Mir reicht das schon, dass sie irgendwie anstatt den Bub irgendwie das ältere Mädchen irgendwie umfahren lassen. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber es ist halt leider so. Im Original, da wird der Bub von, ich glaube, einem LKW, glaube ich, überfahren. Ja. Und der Vater holt ihn dann halt mit diesem Friedhof der Kuscheltiere da halt zurück. Und in dem neuen ist es das Mädchen. Indianerfriedhof. Ja, Indianerfriedhof, genau. Und im neuen ist es halt das Mädchen. Und ich weiß nicht, was das soll, vor allem. Ich werde es mir irgendwann mal einfach mal angucken. Einfach mal so, wenn ich es auf DVD kriege. Auch im Kino werde ich mir generell keine Filme mehr angucken. Dann gibt es auch einen Film, den ich gern gucken würde. Ich glaube, Another Stories Tell in the Dark. Sag. Dazu muss ich sagen, ich bin auch nicht so der Psycho-Horror-Freak. Also ein Horrorfilm kann blutig und brutal sein, aber er darf nicht an die Psyche gehen. Nee, dann kennst du noch Gänsehaut? Ja. So ungefähr. Okay. Stories Don't Tell. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie der genau heißt. So was ähnliches wie Geschichten aus der Gruft. Genau. Also wenn ich jetzt richtig gesehen hatte, das liest irgendwie, hat irgendwie eine Tussi ein Buch gefunden. Und in dem Buch wird dann geschrieben, so was ihren Freunden zustößt so ungefähr. Und das trifft dann wirklich ein, oder? Genau. Okay. Ist ein interessantes Konzept. Finde ich auch. Ich frage, ob es auch gut umgesetzt wurde. Das würde ich halt wirklich gerne sehen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich sehr hart drauf, wenn es auf DVD kommt. Ich werde mir, wie gesagt, keinen einzigen Film mehr im Kino angucken. Mache ich nicht. Will ich nicht. Ich will nicht, wenn es Kino ist. Ist mir zu teuer. Ja, das auch. Und vor allem, wenn du dann in einen Horrorfilm ins Kino gehst, wenn dann diese ganzen Weiber da rumschreien, als wären sie selber abgestochen. Oh. Oder gehen einfach raus. Oh, das hat bei Resident Evil damals schon genervt ohne Ende. Diese kreischenden Weiber da die ganze Zeit. Boah. Deswegen, ich möchte also... Habe ich denn eigentlich mein Handy hingefallen? Ich finde schon seit Ewigkeit mein Handy. Ich habe keine Ahnung. Du hast nur noch was geschrieben gehabt. Das hast du noch gesagt. Und dann hast du dein Handy nicht mehr erwähnt. Ich habe sogar, glaube ich, einen Trailer davon mal geteilt gehabt auf Fatzebook. Auf Fatzebook? Ja. So, wie schaut es hier aus? Sehr schön. Handy, geh mir nicht auf die Eierstöcke. So, ich glaube, wir können die ersten kleinen Kistchen mal runterbringen. Moment. Es ist zwar erst nur so ein 2 Block hohes Räumchen ausgehoben, aber man kann dann wenigstens schon mal 1 oder 2 Kisten runterbringen. Dass da endlich mal ein bisschen Fortschritt kommt. Ja, und ich muss auch dringend. Das ist so furchtbar, wenn man da steht und die ganze Zeit. Scary Stories to Tell in the Dark. Ich habe da mal eine Idee. Ich gönne mir mal. Hallo? Ja. Hast du gehört? Ja, ich habe gehört. Ja, Scary Stories to Tell in the Dark heißt der Film. Okay. Ja. Sagt mir gar nichts. Also ich schicke dir mal dann später mal einen Trailer. Also mich jetzt ein bisschen so an gruselgrauen Gänsehaut oder halt Geschichten aus der Gruft mehr. Und das sind ja sowieso so Klassiker, die ich eh mochte. Ach ja, genau, Fackeln brauche ich. Was soll ich jetzt machen? Habe ich was gesagt, dass du machen sollst? Nee, was soll ich jetzt machen? Du kannst ein paar Kisten schon mal runterbringen vielleicht. Ich habe keine Kisten. Ja, ein paar Sachen runterbringen halt. Verstehst du? Nö. Von unserem Gelumpe oben. Nö.
Hast du da? Den Gang? Ich hab mir mal ein Hämmerlein gecheatet. Wie kannst du nur? Okay. So geht's auch. Deswegen habe ich diese Mod mit reingenommen. Und wo soll ich die jetzt hinschmeißen, die Sachen? Wenn du vom Dingens. Na, ich setze da mal ein paar Fackeln hin. Da hast du Sand. So. Habe ich eine Menge Sand in der Tasche. Überall so. Sand. Wenn du hier rauskommst, hier ist Stein in diesem Räumchen. Ich mache da draußen überall noch die Schilder hin, dass man das sieht. Ich schmeiße das alles irgendwo rein und dann kannst du das sortieren. Oder so, genau. Schmeiß einfach. Ich sortiere dann schon. Ich sortiere dann schon. Und beschrifte dann alles schön mit Schildchen, dass du dann auch noch was siehst. Mit Schildchen? Mit Schildchen. 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 Ja, mit Schälchen, weißt du? Ich hänge überall eine Pilzsuppe ran. Ja. Damit du Bescheid weißt. Ja, das ist gut. Gut. Pilzsuppe ist immer gut. Muss mal wieder Pizza machen. Ach. Hä, was heißt hier wer? Ich finde Pilze einfach widerlich, es tut mir leid. Nicht Pilze machen, ich habe gesagt Pizza machen. Ja, trotzdem, ich finde Pilze eklig. Weil ich sage hier, ich muss mal wieder Pizza machen. Uah. Ja, im Moment mal bitte. Ich muss mal kurz muten. Okay. Oh, ich höre ein Schleim. Ja, gibt's das? So schnell kann man bauen, ne? Ich weiß, aber muss auch mal sein. Alter, ist da oben jetzt alles voller Viecher oder was? Oh. Da bin ich wieder. Was hast du gemacht? Mein Junior wollte mir gute Nacht sagen. Ah, ganz wichtig. Ja. Ich habe meinem großen Kind gesagt, dass ich noch aufnehme. Ist er immer noch? Ja. Hätte ja mal Hallo sagen können. Nee. Das möchte ich nicht. War auch eher nur so ein Witz. Huch. Der Server kommt mit dem Abbau hier gerade nicht so ganz klar. Ja, glaube ich auch. Aber wir sind sowieso bald durch. Und ich würde sagen, dann machen wir heute auch Feierabend. Jupp. Dann dürfen wir ja genug Folgen eigentlich haben. Oh, wir haben einen kleinen Urwald. Haben wir dann, ja. Wir haben einen kleinen Urwald wieder hier. Yay. Dann bau eine Schere und mach den. Mach doch selber, du willst das Zeug doch haben, nicht ich. Ja, wenn du, hast du was zu tun? Ja, ich soll das Zeug runterbringen, hast du gesagt. Ja, wenn du dann wieder Zeit hast, kannst du das ja machen. Nein. Dann halt nicht. Dann lässt es bleiben. Mach ich auch. Gut. Du wolltest die Bäume haben. Ich weiß ja, nicht, ich weiß nicht, für was du sie haben möchtest, aber du wolltest sie haben. Ja, ist ja gut. Du brauchst mir das jetzt nicht die ganze Zeit vorhalten. Du wolltest es haben. Ja, ist ja gut jetzt. Du wolltest haben. Lass stecken. Gerne. Wann? Wo? Hier und jetzt. Komm her. Moment, ich habe sogar noch Schnee dabei. Ich weiß noch nicht, für was man das braucht, aber ich habe Schnee dabei. Was hast du dabei? Nee. Schnee. Nee. Schnee. Ich habe John Schnee dabei. Oh Gott, da komme ich immer. Nee, sorry, da komme ich immer nicht drauf klar auf sowas. Ich weiß, du hast das nie geguckt. Dich interessiert es auch nicht. Hm? Was? Eine Serie, wo eigentlich im Englischen der Typ Jon Snow heißt, im Deutschen in der Serie Jon Schnee. Ah, geil. Game of Thrones. Geil. Der Typ haben sie, warum haben sie nicht Jon Snow gelassen? Nein, Jon Schnee. Oh, nee, das klingt aber auch scheiße, ey. Ich komme da heute nicht drauf klar, auf den Namen, ganz ehrlich nicht.
Das klingt aber auch echt scheiße. Ich komme auf diesen Namen echt nicht klar. Es geht nicht. Ich kriege das nicht gebacken, wie man so dämlich sein kann, das wirklich so zu lassen. Ja, das ist halt immer deutsche Übersetzung, ne? Ja. Heißt es schön in Englischen Jon Snow und hier Jon Schnee. Jon Schnee. Oh. Über das Eisenerzschmelzer. Ich habe wieder Wasser gefunden. Nein! Oh, schön, kannst drin baden. Ja, das mache ich leider gerade zwangsläufig schon. Also stinkst du mir schon wieder 3 Meilen gegen den Wind. Was? Ich fliege 3 Meilen gegen den Wind? Du stinkst schon wieder gegen 3 Meilen gegen den Wind. Ach so, ich stinke gegen den Wind. Ja. Ich hab gerade verstanden, du sprichst schon wieder gegen den Wind. So, Alter, du bist schon wieder so leise. Nee, du stinkst 3 Meilen gegen den Wind. Das ist männlich. Nee, das ist eklig. Wie droppt das? Oh, ich höre Wasser. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe Wasser gefunden. Soll ich mal noch an die Decke machen? Brauchst du nicht. Da wirst du eh nicht viel davon haben. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen. Och, armes du. Och, Mist. Aha. Nein, ich habe mich jetzt nicht verlaufen. Ich habe nur eine Etage zu tief gebaut. Aha. Wir sind noch bei 31 Minuten, aber das mache ich jetzt noch fertig. Deswegen gehe ich jetzt nach oben, gehe in die schöne Wohnung, hau voll die Schildkröte von unserem Platz hier weg. Arme Schildkröte. Husch die ins Wasser, husch die ins Wasser. Nee, husch die nicht, husch die nicht. Okay, ich glaube, ich mache jetzt doch Schluss. Ich habe nicht mehr viel Leben. So, jetzt muss ich erstmal hier meinen Ausgang finden. Hallo Hundis. Hallo Hundis. Ja, ihr seid brave Hundis. Ihr seid so brave Hundis. Hier. Oh, dein Leben ist ganz schön weg. Hast du mir da gebissen? Nein, der eine hatte noch 3,5 Herze. Was? Ja. Wie geht das denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich war er von der Explosion erwischt worden oder so. Keine Ahnung. Was hast du getan? Gar nichts. Was hast du ihm angetan? Gar nichts. Kann ich ihm Fisch geben? Weiß ich nicht. Vielleicht. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht schauen. Ah, die Hunde greifen auch wieder an. Wusstest du das? Ja. Der Hund tötet mich gerade. Warum? Weil ich ihn aus dem das Fleisch gegeben angegriffen, gehauen habe. Ja, was machst du denn auch? Das war ja keine Absicht gewesen. Böser Hund. Böser Hund. Hör auf. Böser Hund. Du hast einen Hund getötet. Ja, weil er sonst nicht getötet hätte. Ne? Nehmt euch ein Beispiel dran hier, ne? 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 Ja, guckt gegen die Wand. Böse Hundis. Die haben nichts getan. Armer Hund. Rest in peace, lieber Hund, auch wenn du mich töten wolltest. Du hast nur deinen Job getan. Ja. Das, was ich ihm gesagt habe. Töte sie. Aber normalerweise dürfte es doch gar nicht an sein, oder? Also, dass du die Hunde angreifen kannst? Doch. Nein, dass die Hunde mich angreifen, wenn ich aus den einen haue. Das war doch mal ausgewiesen. Nein, das war ausgewiesen, wenn du mich haust. Hm. Wenn du den Besitzer der Hunde haust, dann rasten die auch aus. Ah, okay. Und das haben wir ausgeschaltet. Aber wenn du die Hunde direkt angreifst, dann hast du Pech. Und das wortwörtlich. Ja, war aber auch keine Absicht gewesen, mein Gott. Da hast du nämlich in Anführungsstrichen das Glück, dass nur der eine Hund dich angreift. Wenn du mich jetzt angreifst als PvP und dann greift dich ja das komplette Rudel dann an. Ja. So, meine lieben Leute, dann machen wir mal voll Feierabend. Das war mein Stuhl gewesen, der knackt. Knarrt? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich euch auch. Beziehungsweise schönen Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr das hier schaut. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.